Erinnerst du dich noch daran, als du erfahren hast, dass du an KPTBS leidest? Weißt du noch, wie diese Krankheit bei dir an sich ausbrach? Erlittest du vielleicht damals gerade einen Verlust? Und kennst du diesen 3T-Effekt, was auch als Auslöser sozusagen für KPTBS gilt? Also Trennung, Trauer, Trauma? Wenn nicht, dann ja, auf all diese Fragen erfährst du die Antworten. Plus, ich verrate dir einen 3-Schritten-Plan, wie du bei KPTBS die Heilung antreten kannst. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater, spezialisiert auf Entwicklungstrauma und Komplextrauma, selbst betroffen mit 30 Jahren Erfahrung und ich freue mich jetzt einfach auf dich. Die Trennung von einem geliebten Menschen ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir machen können. Der Verlust unserer Existenz, ob wir in Insolvenz durch Corona leben oder den Arbeitsplatz verloren haben, und der Verlust eines geliebten Menschen, Eltern, Ehepartner, Freunde, durch Tod, Trennung, Scheidung oder andere Umstände wie Unfall, Krieg, Erdbeben, ist ebenfalls sehr schmerzhaft und kann zu tiefem Trauerschmerz führen. Je nach unserem Umgang mit diesem Schmerz erfahren wir entweder einige Zeit später, dass wir unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, einer psychischen Erkrankung, die durch ein traumatisches Ereignis verursacht wird, oder an eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, was nichts anderes als chronische PTBS ist. Oder wir haben tatsächlich schon viel früher das alles verarbeiten können und den Schmerz in das wohlbekannte posttraumatische Wachstum verwandelt. Wenn wir die Diagnose PTBS erhalten, spätestens hier ist uns bewusst, wir erlebten ein Trauma. Wenn wir die Diagnose KPTBS bekommen, dann ist es etwas differenzierter, denn wir erlebten gerade ein Trauma, plus genauer gesagt ein erneutes Trauma. Denn der Verlust war nur der Auslöser für die komplexe PTBS. Die eigentliche Ursache lag in den vielen anderen Trennungen und Verlusten, die wir in unserem Leben erlitten haben und nicht verarbeiten konnten. Jede traumatisierende Trennung, jeder Verlust hat uns ein Stück unserer selbst gekostet, bis wir irgendwann nicht mehr wissen, wer wir sind. Bist du auch an diesem Punkt gerade? Denn plötzlich haben wir 3 Dinge zu bewältigen: den momentanen Verlust, die Trauer, die damit einhergeht, und die Reihe an Traumata, die jetzt durch die Trennung wiederbelebt wurden und omnipräsent sind. Wie können wir denn Trauer, Verlust oder Trennung und Trauma in dieser Form heilen? Schritt 1 wäre, die riesigen Herausforderungen erkennen und anerkennen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die schon ein oder mehrere Traumata erlebt haben, wahrscheinlich auch du, auch mit anderen emotionalen Herausforderungen zu kämpfen haben, und zwar schon länger. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen, Verlustgefühle, die mit einer Trennung oft einhergehen, verursachen nicht selten das Gefühl von Trauer. Auch wenn Trauer und Trennung unterschiedliche Erfahrungen sind, können sie sich gegenseitig beeinflussen und sogar verstärken. Ein zweiter Grund ist dafür, dass ein Trauma auch zu einer erhöhten Sensibilität führen kann, die es den Betroffenen erschwert, mit alltäglichen Herausforderungen umzugehen. Diese erhöhte Sensibilität kann zu einer Vielzahl von Reaktionen führen, zum Beispiel zu Ängsten, Depressionen, Schlafstörungen, Schmerzen und einem allgemein gestörten Wohlbefinden. Erkennst du dich
Beziehungsweise erkennst du die Zustände deines Nervensystems? Menschen, die unter einer erhöhten Sensibilität leiden, sind oft auch hochsensibel. Hochsensibilität ist eine Eigenschaft, die bei etwa 15-20% der Bevölkerung vorkommt und sich durch eine erhöhte Empfindsamkeit gegenüber Reizen auszeichnet. Das heißt, dass Hochsensibilität auch anerworben werden kann durch Einwirkung von äußeren Reizen. Hochsensibilität kann sowohl positiv als auch negativ empfunden werden. Menschen mit dieser Eigenschaft nehmen oft mehr wahr als andere und sind dadurch oft sehr kreativ und intuitiv. Allerdings kann Hochsensibilität auch zu einem allgemein gestörten Wohlbefinden führen, da sie oft mit einer erhöhten Anfälligkeit für Stress und Angst verbunden ist. Als dritten Grund der Vorbelastung möchte ich unseren Umgang mit Trauer nennen. Denn zu Traumaverarbeitung benötigen wir auch die Trauer. Die Trauer ist ein wichtiges Gefühl, das uns hilft, mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder der Existenz oder einer geliebten Sache umzugehen. Trauer kann unglaublich schmerzhaft sein. Ich glaube, du hast auch schon damit Erfahrung gesammelt. Aber sie ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Heilungsprozesses. Was verursacht denn das Problem bei uns? Leider können viele Menschen, die unter einem komplexen posttraumatischen Belastungsstörung bzw. Entwicklungstrauma leiden, keine ausreichende Trauer zulassen. Stattdessen versuchen sie, ihre Gefühle zu verdrängen oder zu unterdrücken. Dies kann jedoch zu weiteren Problemen führen, da das Trauma so nicht richtig verarbeitet werden kann. Bei Monotrauma, wie zum Beispiel ein Unfall oder eine schwere Operation und all dies im Erwachsenenalter, wenn zeitnah behandelt wird, kann schnell eine Heilung und Regeneration bewirken. Schritt 2 des Heilungsprozesses ist, die eigentlichen Ursachen des langsamen Heilungsprozesses zu erkennen. Die meisten mit Entwicklungstrauma und KPTBS hatten bisher nie die Chance, das Erlebte zu verarbeiten und sind nie professionell begleitet worden. Oder die versuchen seit Jahrzehnten eine Art Doktor-Hopping, das heißt aus einer Therapieform in eine andere, von einem Therapeuten zum anderen, mit immer wieder neu aufgeflammte Hoffnung und kommen sie nicht voran. Die Folgen? Die angesammelte Energie und Unmengen an Gefühlen und Emotionen, die über Jahre und nicht selten über Jahrzehnten unterdrückt wurden, brodeln unter der Oberfläche und werden zu unserem inneren Kartenhaus. Wie ist denn das zu verstehen? Das ist ein gutes Bild, denke ich, denn jedes Haus kann nur eine limitierte Belastung aushalten. Wenn ein Orkan zum Beispiel oder ein Zyklon das Haus erwischt oder ein Erdbeben, wie jetzt gerade in Syrien und in der Türkei, sehen wir die Häuser, was mit ihnen passiert ist. Das Kartenhaus bricht zusammen und liegt in Trümmern. So kann der Verlust, der als letzter Tropf sozusagen auf dem heißen Stein war, das Zusammenbrechen des gesamten Hauses verursachen. Und der Mensch erlebt einen Shutdown, einen völligen Zusammenbruch. Schritt 3 ist natürlich der Heilungsplan. Und dazu gehört zum einen der richtige Therapeut, und zum zweiten das richtige Vorgehen, beziehungsweise natürlich zum dritten auch wir selbst. Aber was können wir denn konkret bei Entwicklungstrauma und KPTBS tun, das sehr zurückliegt? Denn die Folgen von Trauma können sich entweder sofort nach dem Ereignis oder erst später im Erwachsenenalter zeigen, genauso wie ich beschrieben habe,
Also als letzter Tropfen auf dem heißen Stein, damit das Kartenhaus zusammenbricht. Wenn KPTBS diagnostiziert wird, heißt es bereits, dass wir an den Folgen von Entwicklungstrauma chronisch leiden. Selbstheilungsprozesse benötigen daher Zeit, Geduld, Vertrauen und den Mut, dein Mut, sich selbst zu lieben. Professionelle traumasensitive Begleitung ist hier unerlässlich. Unsere Gefühle regulieren und uns selbst akzeptieren lernen, sind die ersten Minischritte. Es ist nie zu spät, ein Kindheitstrauma zu heilen bzw. auf dem Weg der Heilung zu befördern. Denn ich habe es vor kurzem eine Patientin gehabt. Mit 77 Jahren stellte ich euch das vor. Und sie fragte mich, Frau Rist, aber ich werde wieder ganz gesund, oder? Viele Menschen leben mit den Folgen von Trauma, ohne es zu wissen. Trauma ist ein Ereignis oder eine Erfahrung, die so schrecklich ist, dass sie unser Denken, Fühlen und Handeln beeinträchtigt, und zwar ein Leben lang. Die Folgen von Trauma können seelische und körperliche Gesundheit schäden, bis zu 20 Jahren frühere Mortalität, also Sterblichkeitsrate, verursachen. Was bedeutet das? Dass, wenn wir mit den Traumafolgesymptomen ein Leben lang unverändert ertragend leben, bis zu 20 Jahre früher wir sterben können. Nach all dem, was du jetzt erfahren hast und gehört hast, womöglich hast du dich wiedererkannt an der einen oder anderen Stelle und vielleicht hattest du auch schon mal so einen Zusammenbruch, was womöglich als Burnout identifiziert wurde, und du weißt jetzt aber, nach all dem, was du gehört hast, da steckt ja mehr dahinter. Dann wünsche ich mir, dass du die Gelegenheit hast, an kompetenten Begleiter zu geraten und den Weg zu einer Erleichterung und Erfüllung im Leben, weil das möglich ist, du dann antreten kannst. Ich bin ganz gespannt auf eure Erfahrungen. Wenn ihr das im Kommentarfeld mitteilt, würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Gabriella.